Ich glaube, selten habe ich mich über ein Spiel so sehr gefreut und so sehr geärgert auch gleichzeitig. Ja, Copyright-Probleme hier auf YouTube machen mir zu schaffen. Ja, ich stelle die Musik aus, du Depp. Alter, die Musik ist ausgestellt. Und das werde ich nie verstehen, was sich EA dabei gedacht hat. Die Musik ist im Hauptmenü ausgestellt. Die kommt da nicht. Aber sobald ich im Karrieremodus bin, kommt Musik. Und ich kann es nicht verhindern. Das Einzige, was ich verhindern kann, ist in den Audioeinstellungen das komplette fucking Spiel auszumachen. Warum? Hier Audio-Lautstärke 99 bei Musik? Ja, lass mich doch das regeln. Das Einzige, was ich regeln kann, ich kann die ganze Scheiße komplett ausmachen. Mehr nicht. Hier, ich kann mit dem linken Analogstick nichts machen, mit Rechtsklick nichts. Ich kann das nicht machen, wie ich will. Was hat sich EA dabei gedacht? Ich muss die Musik ertragen und gleichzeitig mir den ganzen Ärger auch noch geben. Es ist sowas Dummes, EA. Ganz ehrlich. Egal. Oh mein Gott, Vanilla Silver hat die Chance. Wir haben den wohl sickesten Part ever gehabt beim letzten Mal, ne? Ultra K.O. und Submission in einem. Also wenn es jetzt nicht ultra bergauf geht, ich kann nicht verstehen, warum ich jetzt schon wieder irgendeinen Gegner, irgend so einen Lappen krieg, der etliche Plätze unter mir in der Rangliste ist. Ich weiß nicht, was sich Dana dabei denkt. Was soll ich noch machen? Wie soll ich noch überzeugen, damit ich endlich die Aufmerksamkeit bekomme, die ich verdient habe? Ich habe keine Ahnung. Ich kann jetzt noch nicht einmal mehr was super Krankes machen. In Form eines K.O.s. In Form einer Submission. Ich brauche jetzt endlich meinen Gegner, ich brauche Herausforderungen. Muss ich wirklich bis 20-0 arbeiten, bis ich hier endlich mal was ganz Dickes krieg oder was? Was will ich hier mit dem Hack geben? Der wird zerstört jetzt von mir. Ich kenne da nix. Rambazamba, zack, 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 zack. Muss ja hier mal langsam Akzente setzen. Ja? Aus Kabul, Afghanistan. Ah, dass die Gegner auch mal ein bisschen anspruchsvoller werden. Ich brauche langsam einfach mal hier einen Frank Mir, der mir mal gefährlich werden kann. Glaube ich halt einfach. Ah, da hat es Submission 100, ne? Dass ich mich damit auf jeden Fall schon mal nicht anlege. Ich meine, schaut es euch an, eine Bilanz von 17-0. Muss ich jetzt wirklich noch zwei Kämpfe gewinnen? Oder muss ich sogar noch drei Kämpfe gewinnen, um mit einer 20-0 endlich gegen die richtigen UFC-Stars anzutreten, oder was? Das ist schon heftig. Aber gut. Wenn Dana das so will, gonna kill this guy. Vicious. Vicious bin nur ich mit meinen Kicks. Pass auf. Ha! Das wird ein leichtes Spiel, sage ich euch. Ohne Witz, ich glaube, das wird richtig easy. Ja. Schau mal an, Leg Kick verteidigt er gar nicht. Und jetzt denkt er... Oh, okay, das war ganz nett. Ich dachte, ich kann jetzt eine kleine Leg-Kombination machen. Damit er denkt... Ich gehe jetzt nämlich nur oben. Welcome to the jungle. Versucht es hier mit dem Takedown. Was ist eigentlich, wenn ich doch mal ganz, ganz trocken... Jetzt pass auf, jetzt habe ich mal eine ganz nette Idee. Was wir natürlich auch noch mal versuchen könnten, wäre natürlich ein KO zum Beispiel aus dem Muay Thai Clinch. Wie wär's, was hält denn mal davon? Oh, schau mal, dann bringen wir... Oh, das hat er aber nicht gemacht. Das hat er nicht gemacht, das muss ich ihm lassen. So, jetzt drehen wir das. Nein. Oh, okay. Oh, oh. Oh, oh. Der hat nämlich gerade zur Submission angesetzt. Ich sollte hier vielleicht mal ganz schnell raus. Wenn der 100 das Submission hat, dann sollte man sich vielleicht im Groundwork nicht drauf einlassen. Halte ich zumindest für nicht die cleverste Idee. Also, was ich jetzt versuchen kann, ist auf jeden Fall den Kampf durch so einen richtig kranken Muay Thai Clinch zu beenden. Ich weiß auf jeden Fall, was ich jetzt noch verbessern werde. Nachdem ich denke, dass ich im Bereich Stärke schon echt ganz gut dastehe.
werde ich versuchen, mir jetzt noch andere Kicks oder Schläge beizubringen. Einen ganz bestimmten Schlag will ich zum Beispiel noch. Ihr wollt ja auch das Flying Knee. Okay, jetzt hat er den Tie Clinch. Das wollt ihr eigentlich genau nicht so. So nicht. Wie er hier immer wieder, der versucht schon in den Groundwork zu gehen. Oh. Und mich dann wahrscheinlich in den Submission. Dude, hab ich dir gerade wehgetan? Kann das sein? Sehr schön. Oh, Half-Guard Elbows, gefährlich. Aber pass mal auf, Dude. Oh oh, oh oh. Oh oh. Wow. Die Position war gerade überhaupt nicht gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh my God. Submission 100, Freunde. Submission 100. Oh, der Shot nochmal. Okay, interessantes Ende nochmal hier zu. Oh, wir gehen mal wieder über die erste Runde. Das ist doch immerhin schon mal was. Vielleicht war ich nicht hundertprozentig effizient, aber ich habe ja auch eine Aufgabe mir heute gesetzt. Möchte jetzt Dana natürlich überzeugen. Jetzt hatte ich einen ultrakranken KO. Ich hatte eine Submission. Wie wäre es jetzt halt eben mit einem Tie Clinch KO? Das wäre das halt noch. Ich muss mir ja Ziele setzen. Genau. Das werde ich jetzt auch versuchen. Wenn ich das jetzt noch schaffen würde, das wäre... Ah, ist aber schwierig. Oh, ganz im Gegenteil. Ich lande nämlich immer im Muay Thai Clinch. Genau das will ich eigentlich nicht. Ja. Gute Clinch-Kontrolle von dem Typ. Oh, jetzt hat er aber. Oho. Schade. Nicht genug durchgebracht. Aber jetzt mal, lass mich mal gucken. Jawohl. Was? Ach, shit, jetzt hat er sich befreit, jetzt wo ich wieder im Tie Clinch war. Oh, wieder ein schöner Kick. Au, oh, okay. Nee, vergiss es. Aber ganz schnell wieder nach oben. Jawohl. Und da haben wir... Jawohl. Das ist... Oh ja. Oh, das ist ja... Oh, das ist ja fantastisch. Oh, habt ihr die wunderbaren Kniestöße? Oh, das geht ja direkt in die nächste Runde. Come on. Ich habe zwar keine Ausdauer mehr, aber wenn er das nicht verteidigen kann... Bam. Bam. There it is. Aufgabe gesetzt. Aufgabe erfüllt. Muay Thai Clinch Knockout und bitte. Boom! Da konnte er nicht mehr verteidigen. Scheiß auf Ausdauer. Einfach nur gecrushed. Holy shit. Und da ging er zu Boden. Hier nochmal. Bam! Voll auf der Nase. Und dann. Good night. Here's Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, referee Mario Yamasaki has called a stop to this contest at 2 minutes 15 seconds of round number 6. Oh, schöner Cut da an der Lippe. Rob the Wolf Flynn Jr. Another impressive knockout. Dana, ich klopf bald an deine Tür, wenn das so weitergeht, wenn du mir hier nix gibst. Mein Lieber. Es wird mal Zeit. So, Sosa gegen Wanderlei Silva. Schade, war nicht der KO des Abends, der geht an. Oh, Sosa. Wow, nach 1 Minute 8 gegen Wanderlei Silva. Respekt, muss man erstmal machen. Und da ist noch ein Level-Up. Alter, ich bin Stufe 17 mittlerweile. Ich habe fast so viele Stufen, wie ich hier Kämpfe gewonnen habe. Das ist doch krass. Rachsüchtig haben wir jetzt noch kennengelernt. Ich will Frank Mir, verdammt. Dana, du musst es doch jetzt mal einsehen. Du musst doch mal einsehen, dass ich hier die absolute Nummer 1 bin. Ich habe eine 18-0-Statistik.
verdammte Axt. Jetzt kaufen wir uns mal neue Moves, Leute. Jetzt kaufen wir uns mal neue Moves. What's up, man? Checking in on you. Making sure everything's going all right. You're doing real well right now. That's because you're doing the right things. Keep that focus. Don't stray away from what works. Remember, we're successful because we repeat what makes us successful. Keep that in mind. Let's keep moving forward. I'll talk to you soon. Hey, it's Ariane Celeste. I just want to say congrats on your win. I'll see you soon. Ah, danke schön. Hey, what's up, buddy? See me just mind my Shazen again. Looks like you're on a win streak. Keep up the good work, and hopefully you can break the all-time record of the UFC. Good luck, buddy. Check in with you later. Vielleicht geben sie mir auch mit Absicht die ganze Zeit nur so Bumsgegner, damit ich den scheiß Rekord breche. Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Oh, UFC 240 werden wir sein. Im Jahre 2019. Er ist doch krank. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Was ist denn mein nächster Gegner? Sokolov. Haben wir gegen den nicht schon mal gekämpft? Grigory? Ihr beide habt Chancen, in Zukunft einen Titelkampf zu erhalten. Ach ja? Kriegt er direkt einen Titelkampf, ohne dass ich auch nur einmal gegen einen echten UFC-Star angetreten bin, oder was? Das macht mir jetzt irgendwie nicht so viel Sinn, finde ich. So. Wir gucken mal in die Techniken. Zentrale. Ich möchte ja noch... Ach nee, die kaufe ich ja hier gar nicht, ne? Muss aber Attribute machen. I'm sorry! Schauen wir mal nach ein paar neuen Moves. Weil ich auf jeden Fall noch ein paar geile Punches mir raushauen möchte. Da habe ich noch ein paar auf jeden Fall, die ich haben möchte. Zum Beispiel die Ducking Hook möchte ich haben. Die finde ich nämlich sehr geil. Gut, den Elbow Hook brauche ich nicht. Elbows lassen wir auf jeden Fall im Groundwork. Dann das kann ich mir alles sparen. Spinning Elbow. Ne, den will ich auch nicht. Superman Punch. Wäre auch angebracht. Und der ist noch sehr geil. Der Wild Overhand. So, das wäre das. Dann könnten wir ja mal gucken, ob wir noch den ein oder anderen coolen Kick uns erarbeiten. Jumping Double Knee ist natürlich auch richtig sick. Ja, den Capoeira Kick feiere ich jetzt nicht so. Das ist... Ich weiß, ihr feiert solche Moves voll ab, aber das passt einfach nicht zu Rob Flynn. Das ist einfach nicht sein Stil. Diese ganzen Kicks zum Beispiel, das mache ich dann an der Karriere mit Bruce Lee. Weil das passt. Da kann ich die ganzen kranken Capoeira und Wheel Kicks und was weiß ich alle raushauen. Aber jetzt, wow. Sieht ja hier ziemlich geil aus. Aber jetzt versuche ich einigermaßen realistisch zu bleiben. Flying Knee, ne? Das würdet ihr so gerne haben. Boah, es gibt auch einfach sehr viele Kicks, ne? Inside Leg Kick, I don't know. Ich habe mir ein Roundhouse, finde ich eigentlich auch schon fast alles, was ich brauche. Und ich glaube auch nicht, dass ich da noch groß irgendwas machen werde. Von dem her spare ich mir die Punkte auf. Und werde dann mal ins Training wandern. Und ja, das Training und den nächsten gab es selbstverständlich, sehen wir im nächsten Part von UFC.